Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in eine Werkhalle, die man in diesen Dimensionen so auch nicht mehr überall findet. Glücklicherweise gab es auch einiges darüber nachzulesen, aber was ich genau finden konnte, das und vieles mehr erfahrt ihr alles gleich von mir in den kommenden Minuten. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut gerne einmal auf unseren Kanal. Dort findet ihr eine ganze Menge über dieses Thema. Egal ob Wohnhäuser, Villen, Fabriken, Militäranlagen oder herstellende Gewerbe, selbst öffentliche Gebäude findet ihr bei uns. Es kam also einiges in den letzten Jahren zusammen, es lohnt sich also mal reinzuschauen. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die größten noch stehenden Überreste des einstigen Schwermaschinenbaukombinates Ernst Thälmann. Geschichtlich reisen wir dazu wieder einmal sehr weit zurück in die Vergangenheit, denn was heute noch viele kennen, ist nicht der Ursprung dieser großen Anlage. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei dem hier gezeigten Gebäude um das am 1. Juni 1855 von Hermann August Jacques Grusson gegründete Grusson-Werk. In den Anfängen an der Elbe gelegen, konzentrierte sich die junge aufstrebende Firma vor allem auf Eisengusserzeugnisse für die Schifffahrt, weswegen man die Firma kurzerhand umbenannte. Doch nur 3 Jahre später geriet das Unternehmen aufgrund der Handelskrise und der damit verbundenen Einstellung der Elbschifffahrt in finanzielle Not, weswegen man diesen Zweig so gut wie einstellte und sich zukünftig fast ausschließlich auf das zweite Standbein, den Eisenguss, konzentrierte. In dieser Zeit produzierten etwa 250 Arbeiter unter anderem Eisenbahnräder und viele weitere Gussteile für den Schiffbau. Möglich machte dies die durch die Firma stetige Weiterentwicklung der Eisengusserzeugnisse, vor allem in Bezug auf die Haltbarkeit. So entstanden neben Lieferverträgen mit der Eisenbahn auch der heutige Hartguss sowie der Kokillenguss. Die Geschäfte liefen also sehr gut, was bei der Belegschaft nicht unbemerkt blieb und die Firma in einen Streik führte, der am Ende für bessere Arbeitsbedingungen und für eine vernünftige Sozialpolitik sorgte. Zwischen 1869 und 1872 entstand vermutlich die hier gezeigte Anlage, nachdem die alte schon längst viel zu klein wurde. Genaue Eintragungen zum Gebäude fand ich nirgends, im Denkmalschutzregister konnte ich aber den Ursprung der Firma nachlesen, aber eine Jahreszahl konnte ich auch dort nicht nachlesen. Mit Ende des 19. Jahrhunderts produzierte das Grusson-Werk Hartguss- und Stahlerzeugnisse, Zerkleinerungs- und Erzaufbereitungs- sowie Zement- und Schotteranlagen, Metallwalzwerke, Krananlagen und Transporteinrichtungen sowie teils komplette Pulverfabriken und Salzmühlen. Unbemerkt dieser zugegeben normalen Metallgussproduktionen eines Eisenwerkes kamen vor allem mit der Erfindung des Hartgusses immer mehr Aufträge für das preußische Militär hinzu. Besonders zu erwähnen ist hier die Produktion von Hartgussgranaten ab 1865. Ein Jahr später entwickelte man neuartige Geschosse, die man mittels Schusstest auf einem Schießstand in Mainz unter Beweis stellen sollte. Der Schusstest gegen die Fabrikate von Max Schumann wurde mit Bravour bestanden und auch ein weiterer Vergleichstest in Berlin sorgte für weitere Aufträge.
1888 entstand in Tangerhütte, was zwischen Stendal und Magdeburg liegt, ein 10 Kilometer langer Versuchsschießstand zur Erprobung und Vorführung verschiedener Waffensysteme. Im Deutsch-Französischen Krieg produzierte das Großhirnwerk mobile Lafetten für 21 mm Geschütze, also die Fahrbahngestelle, auf denen anschließend verschiedene Waffen aufgesetzt und bewegt werden konnten. Doch bei Lafetten und Munition sollte es nicht bleiben. Es folgten Panzer- und Geschützdrehtürme für deutsche Festungen und sogar die ersten fahrbaren Panzertürme, sogenannte Fahrpanzer, die damaligen Anfänge des Panzers, wie er dann nur wenige Jahre später im Ersten Weltkrieg das erste Mal zum Einsatz kommen sollte. Auch für ausländische Kunden in Belgien, Holland, Österreich, Rumänien und Italien baute das Unternehmen gewinnbringend verschiedene Waffensysteme, also nicht viel anders wie heute. Infolge der guten Auftragslage wurde das Werk erneut erweitert und 1886 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 1893 erfolgte dann der rasche Verkauf an die Krupp AG, wodurch das Friedrich Krupp AG Großhirnwerk entstand. Interessanterweise war die Firma Krupp zu dieser Zeit Weltmarktführer im Bereich der Kanonenproduktion, während das Großhirnwerk mit Geschütz- und Panzertürmen ebenso Marktführer war. Die Produktionen von Großgeschützen und Panzertürmen wechselte nach der Übernahme zwar nach Essen, aber hier blieb man keineswegs auf der faulen Haut liegen. Die Produktionspalette war so groß, dass ich sie euch in die Infobox schreibe, also schaut da mal hinein, wenn euch das interessieren sollte. Wie vorhin schon angesprochen, baute man hier im Ersten Weltkrieg die ersten Panzerwagen, allerdings wohl nicht in Serie, wobei es selbst dafür zu spät war, um in diesem Krieg für eine Kehrtwende zu sorgen. Insgesamt liefen wohl nur 20 Panzerwagen des Types A7V vom Band. Vielleicht war die Entmilitarisierung nach dem Ersten Weltkrieg für das Großhirnwerk ein Überlebensgarant, denn Krupp holte alles noch vor dem Krieg nach Essen, was nicht folgenlos blieb. Erst in den 30er Jahren kehrte die Kriegsmaschinerie zurück. In dieser Zeit baute man in drei Schichten den Panzerkampfwagen 1 als Prototyp und ab 1937 den Panzerkampfwagen 4 in Serie. 8.500 Panzer dieses Typs wurden insgesamt gefertigt. Weitere Fahrzeuge waren das Sturmgeschütz 4 und der Geschützwagen 4, auch bekannt als Dicker Max. Aber auch dieses Gefährt hatte keinen nennenswerten Kriegseinfluss im Zweiten Weltkrieg. Ab 1944 kam es immer wieder zu teils schweren Bombardierungen durch alliierte Luftstreitkräfte, weswegen Teile der Produktion verlagert werden mussten. Dass hier mitten in der Stadt kriegswichtiges Gerät hergestellt wurde, blieb bei den Alliierten nicht unentdeckt. Bis Kriegsende lagen etwa 80% des Werkes in Schutt und Asche. Doch schon Monate vorher kam es immer wieder zu Produktionsstopps und Behinderungen aufgrund von Rohstoffknappheit und Arbeitskräftemangel. Am 11. April 1945 zogen die ersten amerikanischen Soldaten in die Stadt. Die übrig gebliebene Belegschaft übergab das Werk wohl kampflos. Nach der Kapitulation Deutschlands übernahmen die Sowjets die Anlage und demontierten etwa die Hälfte der übrig gebliebenen Maschinen als Reparation. Am 1. November 1946 übernahm die sowjetische Militäradministration das Großhirnwerk und wandelte es in die sowjetische Maschinenbau AG, kurz SAG, um. Hier noch ein paar interessante Jahreszahlen. Am 1. Mai 1951 kam die Verstaatlichung. Im Mai 1954 erfolgte die Gründung des VEB Schwermaschinenbaus Ernst Thälmann und im Januar 1969 die Gründung des Schwermaschinenbaukombinates Ernst Thälmann. Die Produktionspalette nach dem Wiederaufbau umfasste viele Zweige. Mehrere 10.000 Menschen hatten ihre Anstellung im Kombinat. Eine Frühschicht war etwa 800 Mann stark. Zusammen arbeiteten sie an Walztechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Ölmaschinen, Krananlagen, Verseilmaschinen, diverse Großmaschinen für unter anderem die Hüttenindustrie. Und ab 1988 baute man hier im Stammbetrieb, wo auch die Kombinatsleitung saß, Konsumgüter wie das HCX-Computersystem.
Mit dem Ende der DDR verschwand das Thema VEB vom Tisch und es entstanden viele Zweigunternehmen als GmbH neu. Vom Staat gab es mehrere Millionen Mark an finanziellen Hilfen. Einige Teile existieren bis heute. Selbst das SKET, wie sich der Schwermaschinenbau Ernst Thälmann abkürzte, ist bis heute existent. Zwar nicht als Kombinat wie zu DDR-Zeiten, aber geschichtlich gesehen ist die Firma bis heute produktiv. Ich verlinke die Firma euch unten in der Infobox. Die 34.000 Quadratmeter große Halle und Kernstück des einstigen Kombinates mit langer Vergangenheit blieb sich selbst überlassen zurück und verfällt seit nun mehr als 25 Jahren. Für das Werk 13, wie das Gebäude im Volksmund und von ehemaligen Mitarbeitern bis heute genannt wird, gibt es aber nun endlich Hoffnung. Denn der Denkmalschutz verbietet den Abriss und nach so vielen Jahren soll hier nun neben einem Theater ein großer Gewerbehof entstehen. Viele Firmen sollen hier ihren Platz finden. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze dann tatsächlich realisiert wird und wann die Bauarbeiten auch losgehen. Lassen wir uns am besten überraschen. Mich interessiert, was ihr aus diesem großen Gebäude gemacht hättet. Vielleicht ja auch ein Theater oder ihr hättet es integriert oder ein anderer Veranstaltungsort. Wie wäre es mit einem Kino oder einem Konzertsaal oder vielleicht auch einem Messebau? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vergesst den Daumen nicht, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von diesem Video, wie üblich noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.